Vom Tauchen in Steinbruchseen hat gewiss schon jeder etwas gehört. Allerdings ist es jetzt im April zum Tauchen noch zu kalt. Vielleicht aber haben wir etwas Glück und können Gerätetaucher bei der Ausübung ihres Hobbys zusehen. Ja, also da, wo du jetzt gerade hinguckst, da ist also im Sommer auch Schilf. Und das ist nicht tief, also an der Stelle, da ist es vielleicht so 50 cm. Aber wenn du dich da reinlegst mit der Unterwasserkamera und filmst, dann hast du da Schwärme von großen Brassen und Rotfedern, die durch dieses Schilf ständig rein und raus schwimmen. Wie blöd, das macht den Spaß. Von 50 Fischen und mehr. Also es ist gigantisch. Sieht so, total super aus. Dann gibt es hier eine Stelle, die ich jetzt aber nicht verrate. Die habe ich dir schon verraten, bevor du gefilmt hast, aber ich verrate es nicht, weil sonst die Taucher kommen. Da sind die beiden Hechte, ein Hechtpärchen. Einer ist 1,20 Meter groß. Die begrüßen mich immer, die haben sich schon an mich gewöhnt. Und das sind also gigantische Hechte. Die haben einen Kopf größer als ein Schäferhund. Also da denkst du, was zu fressen, wenn du anguckst. Da sind überall Wanderer unterwegs. Das ist auch wirklich ein sehr beeindruckendes Gebiet hier. Da sind doch UWs unterwegs. Ja? Unterwasserwanderer. Ach so. Also ganz klar. Ich bin in der Runde, dachte ich, dass ich mir so Anweisungen gemacht habe. Ich habe mir das 5 Minuten lang angeguckt ohne Flasche. In der Umgebung von Magdeburg gibt es zahlreiche betauchbare Seen. Der Hobbytaucher Klaus Retzlaff kennt viele von ihnen und hat einen Großteil davon schon mit Anzug und Schnorchel quasi besichtigt. Die Steinbruchseen sind mitunter recht tief. 30 bis 60 Meter sind keine Seltenheit. Je tiefer man vordringt, umso schlechter wird meist die Sicht. Das hat er mir erzählt, als er mir vor langer Zeit etwa 6 Stunden Videomaterial in die Hand gedrückt hat. Bis zu 5 Minuten, sagt er, brauche ich nicht auftauchen und kann dabei sogar noch filmen. Im Laufe der Zeit hat er sich eine spezielle Luftholtechnik und Ausdauer antrainiert. Es gelingt ihm dadurch, schöne, lange Filmsequenzen einzufangen. Manchmal, so sagt er, haben mich die Fische schon recht komisch angeguckt. Die bunte Vielfalt der Unterwasserwelt in den kleineren, tiefen Seen ist wirklich faszinierend und abwechslungsreich. Ich bin einfach nur eingetaucht in das Videomaterial. Brassen, Hechte, Rotfedern und Co. haben mich schon im Trockenen sitzend beeindruckt. Aber so richtig tauchen wie Klaus werde ich wahrscheinlich nie. Ins Wasser gefallen? Ja. Nee, echt? Ja, echt. Das ist, das war nicht. Ist aber nichts passiert. Ganz hohl sind das hier. Da war schon etwas nass. Da ist Felix wieder freuen.